Ja, hallo, der Mischa hier von Mieter News. Hier geht es in dem Video um den Maverick Quantum Flux und zwar um die Inbetriebnahme. Ich habe den noch nicht eingeschaltet. Ihr benötigt zum Betrieb 4 Mignon-Zellen, also Akkus oder Batterien, ein Akku 2S oder 3S. Oder ihr könnt auch eine Nickel-Metall-Tritt, soweit wie ich weiß, nehmen. Ich nehme halt Lipo-Akkus. Was noch? Anleitung solltet ihr euch mal durchgelesen haben. Da gibt es ein paar sinnvolle Hinweise zum Betrieb. Da einfach mal durchlesen. Ich werde es kurz erklären im Video. Die Anleitung könnt ihr auch nochmal aus dem Internet runterladen, aber guckt, man kann die Schrift kaum lesen. Also habe ich mir das Ganze etwas vergrößert. Also im Internet gibt es diese halt auch als Download. Also das mal als Hinweis, dann könnt ihr halt PDF runterladen und das etwas vergrößern für euch. Ich beginne jetzt erstmal mit der Inbetriebnahme. Karosse ab, klar, ihr müsst natürlich einen Akku reinbauen. Der befindet sich da drüben, das Akkufach. Akku wird mit Klettband festgemacht. Passen so die gängigsten Standard-Akkus rein. Da müssen wir natürlich beide Seiten aufmachen, um den Akku hier reinzubekommen. So, passt gerade so. Aha, hier durch den Strips sollte man ein bisschen hochziehen, weil ansonsten hier das Teil am Akku schleift und dadurch weniger Platz ist. So, jetzt passt der wesentlich besser, wenn man diesen Straps hier halt ein bisschen hochzieht. So, passt perfekt rein, ist ein Standard-Akku, kein Shorty oder ähnliches, Standardgröße, ein 2S. Festmachen, ich mache es jetzt bloß sporadisch, weil ich will ja bloß den Funktionstest machen. Plus, Minus, klar, passt natürlich nur in einer Position, zumindest bei dem Tischdecker, aber verpolt sicher sind die meisten Fahrzeuge, beziehungsweise Regler-Akkus, also von der Seite her solltet ihr da keine Probleme haben, den richtig anzuschließen. Nur, wenn ihr einen Akku kauft, den T-Stecker, weil am Regler ist es ja befestigt. Ja, weiter geht's. Ihr benötigt 4 Batterien. Die werden hier einfach nur in das Akkufach des Senders gesteckt. Zumachen. Hier ist der Einschalter. LED leuchtet. Und damit ist der Sender schon mal betriebsbereit. Einschalten, ganz normal hier über den Einschalter. Daneben ist die Set-Taste zum Einstellen. Die benötigt ihr natürlich nicht, wenn ihr das Fahrzeug einschaltet. Einfach einschalten, Regler kurz geblinkt, grüne und dann die rote LED. Fahrzeug ist jetzt bereit. Ihr hört vielleicht im Hintergrund den Lüfter, der läuft bereits. Und wir beginnen mal mit den Einstellungen. Rechts, links. Dann habt ihr die Möglichkeit, hier die Trimmung einzustellen. Wenn ihr jetzt auf die Vorderräder hier guckt, die verändern sich. Das müsst ihr natürlich auf der Strecke langsam fahren, einstellen den Geradeauslauf, am besten auf einer ebenen Strecke und nicht also auf Asphalt oder so und nicht hier im Gelände, weil da kann natürlich durch einen Sprunghügel oder durch kleine Wellen kann das Fahrzeug versetzen. Also Geradeauslauf zuerst einstellen. Dann habt ihr hier die Dualräd, das heißt, könnt den maximalen Lenkeinschlag einstellen. Ich gehe mal hier runter. Also ich drücke die nach oben und ihr seht, der maximale Lenkeinschlag, der verändert sich gerade. So, das ist der Minimalwert und ihr seht, da ist nicht mehr viel. Ich kann den jetzt vergrößern, indem ich hier nach unten drücke, auf dieser DR-Taste. Wird immer größer, aber nicht übertreiben. Maximal bis zu dem Punkt, wo das Lenkrad auch noch einschlägt. Darüber hinaus würde ich den maximalen Lenkeinschlag nicht einstellen, weil ansonsten wird hier das Servohorn und hier der Servosiever ziemlich stark beansprucht. Also kann ja auch mal kaputt gehen dann, wenn das Servo zu schwach ist. So, das war die Lenkung und Gasbremse sollte bekannt sein, Gas geben. Ich halte mal lieber fest, ich habe hier das Fahrzeug übrigens auf den Karton gestellt, damit mir das nicht wegfährt. Wenn ich Gas gebe, ich hoffe ihr seht, beginnt die rote LED zu leuchten und bei Vollgas kommt noch die grüne dazu. Wenn ihr das Gas wegnehmt und in die Bremse geht, bremst das Fahrzeug. Und wenn ihr jetzt nochmal in die Bremse geht,
dann fährt das Fahrzeug rückwärts. Das ist serienmäßig so eingestellt. Ihr habt nur die Möglichkeit, im Programmmodus einzustellen, nur Vorwärts und Bremse. Also das ist euch überlassen, wie ihr das einstellt. Was gibt es noch? Hier unter dem schönen Plastikdeckel findet sich hier die Reverse-Funktion. Einmal für die Lenkung. Ihr seht jetzt, wenn ich rechts rum lenke, lenkt das Fahrzeug rechts rum. Drehe ich hier rum, also schalte ich hier um, mache nach rechts, lenkt er nach links. Also das ist damit gemeint mit der Reverse-Funktion. Hier sind die Endpunkte für Gas und Bremsen. Braucht er eigentlich nicht, weil man den Regler einstellen kann. Also auf die Senderwege. Binding-Knopf, interessant, falls ihr mal einen Empfänger wechselt oder die Funkverbindung abgebrochen ist und es funktioniert nichts mehr, dann solltet ihr mal probieren, das Fahrzeug zu binden. Dann schauen wir hier mal darunter. Ich glaube, das ist einfacher. Und zwar hier darunter befindet sich der Dreikanalempfänger. Ihr seht hier 1, 2, 3, Channel 1, 2 und 3, drei Kanäle. Und hier dahinter ist ein ganz kleiner Binding-Knopf. Da können wir ja mal rangehen, mal sehen, ob ich das jetzt hier so hinbekomme. Naja, nicht ganz, aber fast. Hier ist ein Binding-Knopf, da kann man drauf drücken, hier. Und den müsst ihr drücken, wenn ihr das an den Sender bindet. Das heißt, bei mir ist er ja schon gebunden. Ihr müsst jetzt hier drauf drücken. Dann fängt er an zu blinken. Als nächstes nehmt ihr euren Sender, drückt hier auf den Binding-Knopf, hier auf den Binding-Knopf. So. Und schon ist er gebunden. Dadurch, dass er vorher schon gebunden war, fällt es jetzt natürlich nicht auf, ob es funktioniert hat. Aber damit muss ich jetzt wieder rauszoomen aus dem Ganzen. So läuft der Binding-Vorgang ab. Sender an, Empfänger an, also Auto an, Binding-Knopf drücken, abwarten, dass es blinkt, dann hier den Binding-Knopf drücken unter der Abdeckung. Und dann geht ja die Lenkung, habt ihr kurz gesehen, zur Seite und die LED leuchtet wieder konstant. Und damit ist der Binding-Vorgang abgeschlossen. Und ihr habt den Sender oder beziehungsweise den Empfänger auf den Sender gebunden. So, jetzt muss ich hier wieder alles zusammenbauen. War relativ simpel, ist ja bloß die eine Schraube. So. Als nächstes, ich glaube, da gehen wir auch mal näher ran, beziehungsweise das können wir hier vielleicht näher sehen, weil die Einstellungen, die laufen wirklich nur hier am Setup. Als nächstes, ausschalten. Jetzt stelle ich mal den Regler ein, also Grundeinstellen auf die Senderwege. Das heißt, ihr müsst jetzt hier die Taste drücken beim Einschalten, also die Set-Taste. Dann loslassen, wenn die rote LED blinkt und dann kann der Einstellvorgang beginnen. Draufdrücken, einschalten, loslassen. Dann Sender in Neutralposition halten. So, Sender neutral, nochmal draufdrücken. Grüne LED hat geblinkt, jetzt Vollgas geben. Und jetzt müsste die grüne zweimal blinken. Können wir rangehen, aber dann seht ihr nicht, dass ich es am Sender auch mache. Hat zweimal geblinkt. Jetzt in Vollbremse gehen. Dreimal geblinkt. Und der Vorgang ist abgeschlossen. Wir können jetzt probieren. Das war die Einstellung des Reglers auf die Senderwege vom Sender. Ausschalten. Als nächstes geht es um die Programmierung. Ihr habt ja die Möglichkeit, den Regler noch zu programmieren. Running-Modus,
Motorbremse, Cut-Off, also Volt-Cut-Off könnt ihr einstellen, Start, Anfahrmodus und die maximale Bremse. Einstellung ist relativ simpel. Wieder hier die Taste drücken und dann warten, bis die grüne LED einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, je nachdem in welchem Programm ihr rein wollt, 1, 2, 3, 4, 5 mal blinkt, dann seid ihr im letzten Modus, dann lasst ihr die Taste los und im nächsten Moment blinkt zum Beispiel in dem Modus dreimal die rote LED, zeigt 75% Bremskraft. So, wenn ihr das ändern wollt, geht das immer chronologisch. 1, 2, 3, 4, also wenn ihr bei 3 seid, einmal drücken, dann viermal. Und wenn ihr zu 1 wollt, müsst ihr halt nochmal drücken, um in dieses Programm. Das läuft, durchläuft quasi eine Schleife. Können wir mal gucken, wie das funktioniert. Wieder drücken, also die Set-Taste drücken, einschalten. Einmal, zweimal die grüne, dreimal die grüne, viermal die grüne, fünfmal die grüne. Jetzt lasse ich los. Dreimal hat die LED hier geblinkt. Ich gehe mal näher ran. Dreimal hat die geblinkt. Das bedeutet, wir sind bei maximaler Bremskraft bei 75%. Wenn ich jetzt einmal drauf drücke, viermal. Jetzt blinkt sie viermal. So, jetzt sind wir bei 100% Bremse. Wenn ich aber nur 25 haben will, muss ich nochmal drauf drücken. 1. 1 ist für 25% Bremse. 2 für die 50. Und wenn ich doch lieber die 75 haben will, drücke ich nochmal drauf. Und das durchläuft jetzt praktisch dieses Programm, dieses Bremsprogramm hier jetzt durch. Und das läuft, ist für alle anderen ähnlich. Nur, dass ich genau dann die Taste nach dem Einschalten loslassen muss, in welches Programm ich komme. Also wenn ich halt in Programm 1 möchte, um den Running Mode zu ändern, dann muss ich natürlich gleich beim ersten Mal blinken, der grünen LED, beim Einschalten, schon die Set-Taste loslassen. Wenn der Modus jetzt gespeichert werden soll, einfach nur ausschalten und schon ist der Modus drin. Kann ich nochmal zeigen. Running-Modus. Also drücken. Einmal muss die LED blinken, die grüne. Jetzt habe ich losgelassen. Zweimal blinkt die rote LED. Also bin ich im Fahrmodus 2. Vorwärts, rückwärts, Bremser. Drücke ich nochmal drauf. Bin ich im Vorwärts-Bremse-Modus. Ich schalte aus. Sende das übrigens noch an. Schalte wieder ein. Gucken wir mal. Jetzt. Ich muss wieder raus aus dem Ganzen. So. So, also. Vorwärts geht. Bremse geht. Rückwärts funktioniert nicht mehr, weil, hier, rückwärts funktioniert nicht mehr, weil ich bin jetzt im Programm Running Mode 1, Vorwärtsbremser. Wenn ich das wiederum ändern will, ausschalten, Set-Taste drücken, bis einmal die LED, die grüne, blinkt. Jetzt loslassen, nochmal die Set-Taste gedrückt und jetzt blinkt die rote zweimal für den Fahrmodus 2, Vorwärts, Rückwärts, Bremser. Speichern tue ich das Ganze, Regler ausschalten. Schon sind die Daten gespeichert. So, wieder einschalten. Vorwärts, Bremser, rückwärts. So einfach ist die Programmierung des Fahrreglers. Beziehungsweise halt auch das Binden des Fahrzeugs und ja, die Einstellung, die Programmiereinstellung für den Fahrregler an sich. Ja, jetzt kannst du rausgehen auf die Straße, ins Gelände. Und da kommt später noch ein Video von dem Fahrtest des Maverick Quantum Flux.